Talking dirty, then I'm talking dirty, then the bitch gets it, gon' be hot, gon' be fucking dang dirty, then.
Thank you.
30 легко. Официальный рекорд NASCAR 228. Эта тачка быстрее.私の方を見てたの。しかないもの、水、気持ちのいいこと。
We'll be right back.
Thank you.
はい。was am Arsch? Ja, warte mal. Ach hier. Okay, warum ist das jetzt nicht so geil? Ja, bis heute Abend fit will der Serie weitergucken. Ja, können wir machen. Die Sticker müssen weg, die Farbe muss geändert werden, der fliegende Kasten muss weg. Kollision hier noch angepasst werden. Die hier. Der hier. Texturen hier auch noch ändern. Exterior hier noch bearbeiten, damit das nicht mehr so durchflackert. Und hier hinten das fixen. Das Flimmern. Einerseits hier unten. Was ist das hier? Das hier darf nicht passieren. Ha. Achso, und Dings muss ich auch noch machen. Hier oben. Hier den Büro-Scheiß. Das war falsch. Wo sind denn die anderen?
die anderen fehlen. Okay, reicht jetzt, glaube ich, mit der Musik hier. Lassen wir das mal.
Thank you.
Hey Chico, hi. Einen guten Mittag wünsche ich. Aha. Da habe ich was gehört, aber nicht gesehen. Was ist das denn für ein Müll? Ich hab's gehört, aber nicht gesehen. Wild. Wild, wild, wild. Warte mal. Ich sehe auch nicht, wer es war. Lol. Das ist ja dumm. Da muss ich echt noch überarbeiten. Wer auch immer gefollowt hat, vielen Dank dafür. Und herzlich willkommen.
gerne. Aha, da ist der Übeltäter also. So ein Ding ist... Ich hasse es. So, jetzt kann man den nämlich... Oh ne, warte mal. Den müssen wir noch verschieben. Und der und der. Was ist noch auf die andere Seite? So, jetzt kann man die 5 löschen. Wo ist die 5 hier? Exportiert auch. Okay. Ach ja, ist das immer noch nicht? Achso, warte mal. Boden müssen wir eh auch noch anpassen, ne? Ja. So, ach. Ja, ist auch eine dramatische Playlist, glaube ich. Ja, ja. Erstmal 180 Grad Drehung und so.
Nee. Nee, ganz ehrlich, dann gehen wir lieber wieder auf das hier. Oh mein Gott, sehe ich gar nichts jetzt. Ich will die keine mal auf. Zumindest nicht da hinten. Aber eigentlich kann ich doch auch einfach komplett die Scheiße hier wegmachen, oder? Für was ist die denn, die Wand? Die hat ja keinen Nutzen eigentlich.
die hat keinen Nutzen. Kann man auch die komplett wegnehmen. So. Was ist jetzt passiert? Ich hab wieder einen Sound bekommen, aber hab wieder nicht gesehen, was es ist. Okay. Sehe ich das richtig? Ach, das sehe ich natürlich nicht. Ach. Das sehe ich natürlich nicht, weil das. Ach. Ja, okay. Markus, vielen Dank für deine 15 Dollar. Warum zeigt er mir das in Dollar an? Dankeschön. Oh, warte mal, ich muss das mir. Kann ich das nicht? Sollte eigentlich deine Währung sein. Ist, glaube ich, auch meine Währung. Ein Stream-Element zeigt mir das nur falsch an. Oder Tibi. Keine Ahnung. Warte mal. So, ja, oder? Da muss ich auf jeden Fall mache ich nach dem Stream. Warte mal, meine gibt's gar nicht, deswegen. Deswegen wird mir das in Dollar angezeigt. Ah ne, hier, meine. Zack. So. Wie auch immer, vielen, vielen, vielen Dank für dein 15, sag ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich war es ein 20 oder so. Egal, vielen, vielen, vielen Dank. Egal wie viel es war. Das ist so dumm, dass er mir das in Dollar zeigt. Ein 15er. Ja, okay. Für ein Porto und eine Pommes. Ja, kommt etwa hin, gerade so. Der Porto kostet schon etwa 12 oder so. Plus, minus. Ja, ich muss das auf jeden Fall, ich muss das mal angucken. Offstream dann, später. Aber danke dafür. Ja. Alkohol ist bei uns richtig teuer. Achso, Porto meinst du? Porto. Ich dachte den Wein, Lul. Ach so. Okay, gut. Tue ich RCS sind verwirrt. Perfekt. So, 0. Wie alle verwirrt. So. Dann. Dann exportieren. Warte mal.
können wir ja eigentlich auch noch kurz die den hier machen. Der kleine Bisa. Da habe ich das schon noch gesehen. Weg. Das auch. So. Dann sieht man das auch nicht mehr. Da hinten ist scheißegal. Da muss ich nur gleich die Kollision noch anpassen, wie es aussieht. Weil ich die Kollision hier immer noch habe, hier in der Ecke. So. Aber jetzt kann ich das exportieren. Schon mal die Shell fertig. Also das Model. Natürlich habe ich die nicht auf den Nullpunkt gesetzt. Top. Top, Daniel, top. Macht ja auch Sinn so. Ja, warten wir halt jetzt kurz. Scheiße. Ja, solange der den Shit exportiert, warum auch so lang exportiert. Ach so, die Pipes. Bin ich ganz kurz auf, komm gleich wieder.
So. Jetzt hat er der Bums exportiert, was uns absolut nichts bringt. Weil wir alles auf Null haben müssen. Also wir machen den Bums gleich nochmal. Aber wir exportieren nur den Boden und die Storage, also das Excel, die Pipes und so lassen wir. Bam, 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 bam. So, rüber damit. Und wo ist Ground? Ground ist hier. So. Da haben wir das und das. Importieren wir hier noch mal kurz. Hallo. Setzen wir das alles zurück. So. Genau. Und dann importieren wir kurz hier die Collision. Bam, 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 bam. Damit wir das da auch anpassen können. Und dann sind es eigentlich nur noch Texturierung ändern, Office erstellen und dann auf Bugs gucken. Dann wäre das Bennys fertig an sich. Mm-mm. Wird das ja eh nicht speichern. Ich würde hier so gern was hinstellen, aber Parkplätze und so sind halt langweilig. Irgendwie.
Oh. Damit bin ich fein. Wenn das Kollision ist, macht das eh nix. Dann haben wir das ja an sich schon gefixt. Hinten ist eh scheißegal. Bam 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 bam. Was habe ich eigentlich sonst noch hier in der Liste? War das? Achso. Der Bass ist hier echt beschissen, holy shit. Ah.
What a shame. Go stupid, go crazy. I can't fuck with you cause you motherfucking fugazi. What a shame. Oh, you heard my last shit, that bitch went crazy. Go listen to that shit right now. Hey, matter of fact, in a minute I'm gonna be buzzing. Yes, sir. Got an email about a feature from your cousin. I'm familiar. Say that you the one, but I see about a dozen. You ain't special. Know your mama play my music and she love it. Hey, go crazy, go stupid. Everybody love me, damn, I'm feeling like I'm Cupid. Everybody love me, trying to get up on my dick. Yep. Everybody hate you, got you looking like Chris. Bitch boy, dummy boy, go dummy 6ix9ine style. Stupid. Gun Kelly, I'm a motherfucking wild child. Ridiculous like Nicholas, I'm about to wild out. And what you gonna do about it? They ain't ready for this part. I'm all over the map, my tickle on nap, then wake up and do a little rap. I'm not with a cap, I'm under a track, I take it and run up my back. I'm breaking the bacon, the back and the bacon right now as a matter of fact. I chop it and flip it, I feel like I'm working at Japanese steak on some rap. You raw, bitch, need some sunscreen. Ain't my fault that you unlucky. Chill like 1-3, I'm with the motherfucking squad, bitch, about to convene. And we might pop out at your party, like we Cosby. We might pop out at your party, Polo G shit. And then we riding with some thotties, on some freak shit. I'm always getting to the bag, bitch, never free shit. Got them standing real still, damn they Mona Lisa. Got them standing real still, they don't know what I'm on. I'm about to take this money, put it toward a summer home. Disrespectful shit, I call your bitch the lumber zone. When I make a couple mil, I'm never coming home. On God, on God. Aha, hier ist es weg. Hier ist weg. Perfekt. Das verstehe ich noch nicht. Warum ist das denn so? Aber es ist nur in dieser Ecke. Nur hier, wenn ich hier stehe. Ja, nicht wundern, dass es ruckelt, das ist, liegt daran, dass ich noch 3DS und den ganzen Scheiß auf hab. Wegen dem Stream, wie es aussieht. Okay, dann muss ich eine kleine Rampe machen, damit man da hochfahren kann. Also eine Kollision quasi, damit man da hochkommt. Okay. Sticker müssen noch weg. Richtig geil wäre ja, wenn man die wirklich hochfahren könnte, ne? Aber das müsste man per Script machen. Dass man die runterfährt, drauffährt und dann mit Knopfdruck hochfahren kann. Wäre schon wild.
Was ist das hier? Okay, und der Boden hier ist zu schwarz, der darf nicht so sein. Das sollte eigentlich auch mal wieder Boden sein. Ja, okay, das verstehe ich auch, aber das ist halt tatsächlich auch NVW zu verdanken. Standardmäßig ist das nicht so krass. Standardmäßig ist das ganz normal wie in im normalen Bennys. Das sieht nur bei mir so richtig krass aus. Weil bei NVW die Spiegelung so verbessert wurde, also angepasst wurde. Standardmäßig sieht das nicht so aus. Es ist ein bisschen schwächer, sagen wir so. Oh, warte mal. Warum ist das denn hier schwarz, obwohl es eigentlich weiß sein sollte? Das fällt mir auch gerade auf. Ich verstehe halt nicht, warum es hier verschwindet. Da muss ich dann auch nochmal dahinter. Die weißen Sprengler? Ja, das ist so ein... Eigentlich ist es so ein Nachthimmel quasi. Also ich habe einfach Sternenhimmel genommen, schwarz-weiß. Erst habe ich ja überlegt, ob ich das hier nutze. Jetzt habe ich ja überlegt, ob ich quasi das Bennys komplett schwarz mache, so. Außer so ein paar Akzente. Und dann den Boden. Okay. Läuft jetzt für eine Musik? Und dann so einen Boden reinballer. Jetzt nicht so krass wie der, aber so ähnlich. Sieht bestimmt auch gut aus, aber... Okay, nee. Too much, ja. Dachte ich mir dann auch so, und dann habe ich es halt gelassen. Ich muss dann noch mein Logo ersetzen mit Bennys, wenn ich das dann freigebe. Das Bennys Logo muss ich ja auch noch machen, dass das gut aussieht. Aber generell die Texturierung muss ich noch
ein wenig überarbeiten. Weil ich will nicht die Standardsachen haben. Ich will auch nicht so rostige Wagenheber und so. Oder Motorheber. Okay, das war der falsche. Man müsste halt gucken, wie es aussieht ohne NVE, der Boden. Dafür müsste ich das aber rausmachen oder jemand anderen muss es angucken, der kein NVE hat. Und ich mach noch einen zweiten Alt-V. Oh. Aber da ich ja nur einen Dev-Server, also einen Localhost-Server habe. Kann da eh keiner drauf. Oh Gott, wenn ich dieses Lied höre. Ist halt viel zu steil, ne? Aber das sollte eigentlich schon reichen, theoretisch. Klaas, vielen Dank für dein Follow. Und hi. Oh, da fehlt ja die komplette Stange. Da habe ich gar nicht rübergezogen. Das erklärt einiges. Nein, ich hab jetzt... Was? Ich hab bezüglich... kein NVE, wenn du willst, kann ich mir das... Ja! Wenn das fertig ist, dann schicke ich dir das. Das können wir machen. Wie geht's dir? Jo, gut und selbst, Niklas? Ständig Niklas? Denke ich. Und wie läuft das Projekt? Ja, geht voran, ne? Jetzt einige Sachen fixen auf jeden Fall, Texturen noch ändern. Und dann... auf Test gehen und so. Vielleicht ein, zwei Sachen noch ändern, wenn es sein muss. Mal gucken. Niklas oder Niklas ist egal. Ja, ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass du Niklas heißt. Deswegen habe ich Niklas gesagt.
X, warte mal. Eigentlich, also warte mal, dann hier. Ziehen wir das mal noch rüber. So, damit das auf beiden Seiten ist. Warte mal, was ist denn hier passiert? Wo sind die? Hier. Eigentlich müsste ich die ja hier setzen, so. Das fällt eh nicht auf, wenn man das dann nutzt. Ist eh auch viel zu steil, holy shit. Weißt du was? Das ist halt zu steil, so, ne? Aber wir lassen es mal, wir testen es mal so und sonst gucken wir mal. Da gibt es bestimmt eine Lösung. Man muss auch wieder mehr tunen. Ja, ich hatte einfach in der letzten Zeit keinen Bock auf RP so. Deswegen war ich auch nicht da. Ich müsste ja auch theoretisch mit meinem Kopfchar rein, so, aber ich habe halt keinen Bock. Und dafür extra Ferien anzutragen für meinen Kopfchar, was ich sehe ich halt nicht ein, so. Wenn er gekündigt wird, wird er halt gekündigt, so. Dann ist es halt eine Konsequenz. Als ob ich mich OC noch um mein zweites Leben kümmern würde. Und der RP-Flucht, das ist keine RP-Flucht. Das ist absolut keine RP-Flucht. RP-Flucht, ich flüchte ja nicht. Ich bin einfach nur nicht in-game und melde mich nicht ab. So. Das ist keine RP-Flucht. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on my mind.
Das RP, das mit mir begonnen wurde, kann nicht beendet werden. Welches RP? Fragezeichen. Ich bin Dude von Tausenden im PD. So. Keiner hat mit mir außer im Dienst was zu tun gehabt. So, mit meinem Char war ich nur im Dienst mit anderen. Danach bin ich direkt wieder offline gegangen. Also mein Char kennt kein Privatleben, so. Der ist wirklich rein nur für Cop-RP gewesen. Danach bin ich nach Hause gefahren, offline gegangen und habe mit keinem Kontakt. Und dementsprechend gibt es für mich auch keine offene RP-Stränge. Außer den Kopfdienst an sich, so, ne? Aber der ist ja auch jeden Tag mal neu. Ja, auf das achte ich, also ist mir schon klar, da achte ich mich drauf. Bei sie ist das anders, bei sie habe ich RP-Stränge über Bennys, mit Mia, über Claire, über Dawn und so, da ist es was anderes. Mit dem kann ich nicht einfach so. Ne? Aber das ist halt auch kein Cop oder so. Also da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn der jetzt mal nicht auftaucht. Und erst eine Woche später oder so wieder kommt. So. Aber. Ne? Aber beim Cop-Char ist es scheißegal. Der hat absolut keinen RP-Strang. Das ist einfach nur ein Dude, der ein Cop ist. So. Mehr weiß man von dem nicht an sich. Darauf habe ich schon geachtet, tatsächlich. Ansonsten wäre es RP-Flucht, ja. Da stimme ich zu. Um eine Webseite muss ich mich ja auch noch kümmern. Achso, da ist mir dann noch eine Frage eingefallen, die ich dann noch stellen muss. Schwarzen Garagentor darf dann natürlich auch nicht so sein. Achso, Dings fehlt noch. Ja. Office. Ja, moin. Warte mal, ich mache hier nochmal zu. Und save. Ach, OBS braucht so viel, weil ich doppelstreame. Lul. Versuchen wir es nochmal mit dem Centorno.
Ja, es ist halt zu steil, ne? Ich muss es, vielleicht mache ich so zwei Blöcke hin. So, so zwei Mini-Rampen. Daran so zwei Mini-Rampen und dann kannst du so schön hochfahren. Ich glaube, das machen wir so. Weil das bringt hier nichts mit. Mit dem. Ja. Nee. Also eine Seite fühle ich diese schwarze Fläche, aber andererseits ist sie einfach nicht gewollt und sieht kacke aus. Muss ich auch ändern dann. Ja, ja, der Balken wird nee, der Balken bleibt, aber da kommt so ein Flock hin, damit du hochfahren kannst. Ja, und dann Texturen wie die hier müssen geändert werden, weil das ist ja, also... Sachen wie das hier... Was? Camacho können wir gucken. F bitte. Also ein Camacho passen. Wenn Camacho passen, passt so gut wie fast alles. Vielleicht die Lichter nochmal um 90 Grad drehen, dass die einfach... Ich glaube, ich drehe die dann nochmal, dass da beide auf die eine... ach, 10F habe ich, glaube ich, gar nicht drauf. Ich kann mal gucken. Nö. Die neuen Autos habe ich auf meinem Lokalserver nicht. So wie die neuen IPLs und so habe ich alle auch nicht. Ich müsste mal meinen Server mal aktualisieren. Ich weiß nicht, ob mir komplett schwarz besser gefällt, bei so weiß. Halt alles ziemlich weiß.
Der Pounder? Wir können es versuchen, warte. Das wird aber nicht gehen wegen der Mittelstange. Aber ein Pounder passt hier rein wahrscheinlich. Pounder. Also ich weiß, dass es ein Joke war, aber... Ich wollte schon standardmäßig auf Z drücken. Scheiße. Jetzt kann ich auch. Ja, okay. Wenn das wirklich so ist, dann kann. Also, es ist alles anpassbar, ne? Man kann auch halt auch drüber nachdenken, ob man nicht einfach eine Erweiterung macht, wo einfach nur für Großlaster rein sind, ne? Also wir haben hier genug Gebäude, so. Das ist jetzt nicht das Problem. Zumindest kommst du jetzt mit dem schon mal rein. Das konntest du ja vorher nicht. Aber ich weiß. Ne, rein ist ja. Das reicht ja, ne? Also du kommst ja rein, weil. Aber das Einzige, was ist, ist halt, es ist halt echt eng hier. Hier dürfen keine Autos stehen und nichts. Und ich musste Dingsen, ne? Ja, wenn du durchs Garagentor kommst, ist ja das eine so. Sobald du hier durch bist, ist scheißegal, weil da ist ja keine Kollision mehr von dem Licht. Ne? Also, solange du da durchs Tor kommst, ist scheißegal, weil hier die Kollision von dem Licht hier oben halt weg ist. Und deswegen kannst du hier einfach reinfahren. Das Einzige, was halt generell ist, ist halt übel eng. So. Ne? Also hier mit dem Pounder ja erstmal reinzufahren. Ne, kein Parkplatz. Ich will keinen Parkplatz machen. Wenn du da einen Parkplatz haben willst, dann kannst du dieses VV5-Scheiße da. Von deinem Typen mit der Tiefgarage und dem ganzen Scheiß kannst du haben. Aber wenn ich hier hier außen was ändere, dann will ich auf jeden Fall keine Garage, keine Parkplätze. Ich meine, das ist absolut sarkastisch. Aber die weiß man nie. Wenn ich nicht mein Ziel, jemanden nachzumachen mit den scheiß Parkplätzen, so, das ist. Finde ich auch absolut unnötig, hier Parkplätze zu setzen. Weil das hier immer noch ein Gewerbegebiet ist, quasi. Scheiße, also, keine Ahnung. Auch die Garage, die übelst hässlich ist zum Runterfahren. Die man hier hat, wenn man hier reingeht. So. Okay. Ja, jetzt ist, also die eine Frage ist jetzt natürlich Texturanpassung und Fehler und so, wie da hinten und so und dieses Flimmern. Und da die Blöcke noch, aber wie mache ich hier denn das Office? Setze ich das einfach hier mittig? Setze ich das da, wenn ich das da setze, muss ich gucken wegen den Lichtern. Bin wieder weg, Arbeit ruft, jo. Der Spieler wünscht sich Platz für 100 Autos. Pounder muss passen. Am besten passenden Truck. Tuck mit dem Flatbed rein und Untergrund im Bunker für Büro. Nochmal Platz für ca. 50 Autos. Ja, genau.
Das könnte legit eine Fiverr-Auftrag sein, ne? Ah, verstehe. Ja, Niklas, erklär dich mal bitte. Aber darum ging es. Okay. Ja, ja, ich weiß, dieses V5 da. Ich weiß ja. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Oder zwei, die ich denke. Also entweder ich verschiebe einfach das ganze Büro an sich. Lass das so minimal und verschiebe das hier in die Ecke hier. So. Dann müsste ich halt gucken wegen den Lichtern. Ich setze das hier in die Mitte. Und dann kann man hier rechts und links. I don't know. Es ist halt viel zu groß hier. Also ich weiß nicht, wie ich das Büro setzen soll. Oder was überhaupt rein soll. Weil der Standard hat ja nur zwei Tische. Glaube ich. Ne? Das triggert ja mein innerer Monk auch, ne? Na komm. Dass das nicht die gleiche Farbe ist, ne? Holy shit, das ist also richtiger Triggerpunkt. Okay, aber hier kannst du ganz normal drunter laufen. Oben drauf kannst du auch. Steht da? Also nicht nur, dass es spiegelverkehrt ist. Nicht nur, dass es spiegelverkehrt ist, man kann es absolut nicht lesen. Also was ja auch nicht das Ziel ist, so, ne? Aber. vielleicht Meetingraum? Auf was brauchst du denn einen Meetingraum? Das ist ein fucking Bennys, so. Da brauchst du doch nicht einen Meetingraum. Ist hier kein... Ne? Also warte bei ich auf jeden Fall mit Couch und so ein Shit, wo hier so zum Chillen. Chill-Area und so, wo die auch warten können. Ah, muss ich mal gucken. Das hier hat ja keine Eile, von dem her. Und das ist ja so ein Projekt wie. Keine Ahnung. Aber eben das mit dem Pounder ist halt, wie gesagt. Wenn er von hier kommt, dann geht's, glaube ich. Gerade so. Mm-hmm.
Das sieht doch krass aus. Vor allem das Wolf Custom. Warum ist das denn? Hä? Ich hab das doch wieder ersetzt. Aber die Farbe an sich ist nice. Da müsste noch was stehen, so. Was läuft denn hier heute für Musik? Ey, holy shit. Ist viel zu krass, ne? So vielleicht. Und dann würde ich quasi die Textur drauf machen, oder? Nee, ich mach die Textur drauf, alles gut.
Das sieht nicht mal so scheiße aus. Sieht doch ganz gut aus. Das fühle ich sogar mit den Streifen hier. Damit man das immer noch checkt. Also ne, da wegen Stolpergefahr, Shit und so. Das können wir tatsächlich so lassen. Nice. So, dann brauche ich das hier, das hier. Das hier, das hier. Das hier und das hier. Warte mal. Duplizieren das einfach. Klon, zack, zack.
ist das eigentlich, das Ding? Ist das hier, ne? Dieses Weiße. Ich denke schon. Ach ne, hier oben ist das. Alter. Okay, ich habe mich verewigt, das ist das Ziel gewesen. Das sieht eh keiner, perfekt. Mehr wollte ich nicht. Ob es jetzt Wolf Custom oder GameX ist, ist egal. Aus Night, Teddy. Du auch, du auch. Die Schlinge auch. Wir wollen keine Aufkleber hier. Ach, hier steht dann auch GameX. Ja, das ist dann too much. Eigentlich ist egal. Sehe ich Spiegelverkehr. Ich verstehe gar nicht, warum es Spiegelverkehr ist. Das macht absolut gar keinen Sinn.
Ah, das Lied für die PS5 Reel. Ah, ich liebe es immer noch. Ein richtig gutes. Das fühle ich ja richtig hier, ne? Das sollte jetzt auch nicht mehr zu steil sein. Ja, ich bin noch da. Du kannst gerne Musik weitermachen. Danke.
until we fall asleep and start it all over. We go up, we go down, dancing to the rhythm of the sound. Until we see the sunshine, alone in the nighttime. Oh, yeah. Das muss ich noch anpassen. Oder ich brauche das in großer. Ich würde das gerne in hochauflösend haben. Hochauflösend. Bye.
Hey, Jay Ray. Yeah, 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 yeah. Bitch, you really hate to keep it real. I ain't talking shit, I just like to say the things I feel. I'm a problem kid, they ain't give me nothing. I've been working hard, that's right. Man, I'm onto something, you ain't on it all. Bitch, you really hate to keep it real. I ain't talking shit, I just like to say the things I feel. I'm a problem kid, they ain't give me nothing. I've been working hard, that's right. Man, I'm onto something, you ain't on it all. Tell them. They say the rap is my forte. Kill 5 verses in 4 days. I come through, then fuck it all, bitch. I ain't really about foreplay. Just more rage, more hype. I keep building like Fortnite. I'm spitting lyrics like bullets, and y'all just swing and miss like a sword fight. Nah, I don't ever take timeouts. My girl bad, but you really find out. Hands go up when all goes down. I'm about to eat up when I'm dropping that sound. I'll drop to the ground, bass so thick. My girl bad won't take your chick. Come for the cheese, no queso, bitch. I'm serving up the heat, better play your shit. I tell him like nap's over, about to wake him up. Question me like I gave a fuck. Cold bitch usually hate to love, so I dab quick and I break it up. Y'all fake as fuck, don't stop, yeah. Counting all of my checks, yeah. Knowing all of my checks, basic breaking all your necks, yeah, yeah. Talking like you trying to bring my vibe way down, yeah. I can't hear nothing, got the music too loud, yeah. Man, we getting lit, man, we're getting lit. Real against fakeness, boy, you better fucking quit. Bitch, you really hate to keep it real. I ain't talking shit, I just like to say the things I feel. I'm a problem kid, they ain't give me nothing. Lass auch immer. Man, I'm onto something, you ain't on it all. Bitch, you really hate to keep it real. I ain't talking shit, I just like to say the things I feel. I'm a problem kid, they ain't give me nothing. I've been working hard, that's right. Man, I'm onto something, you ain't on it all. Tell them. Keep talking this shit, it'll be making me better like every day, yeah. Not one of the short, but I'm taking this out, don't you get in my way, nah. Sorry, but this not a phase, nah. Winner, I'm one in the place, yeah. Tell me I'm blessed, my hands together, I'm saying my grace. I'll never slow down in this chase. See me go blow up in my state. Been like 6 years, too many hours, I've always been on my pace. Never be taking it back, I was alone, I'll be making these raps. Knew as a kid, I'll be taking this path. I show up at school, pretend that I care, but I'm dreaming in class. Like never been the one to back down, always been way in the background. Well, I'm the one with the raps now. They grabbing my clothes like a pat down. You say you have it, but you got a fraction. I've lost my mind, but I got my passion. When I drop a song, got the haters packing. No one thought I'd get it, now I fucking have it like. Talking like you trying to bring my vibe way down, yeah. I can't hear nothing, got the music too loud, yeah. Man, we getting lit, man, we're getting lit. Real against fakeness, boy, you better fucking quit. Bitch, you really hate to keep it real. I ain't talking shit, I just like to say the things I feel. I'm a problem kid, they ain't give me nothing. I've been working hard, bitch. Man, I'm onto something, you ain't on it all. Bitch, you really hate to keep it real. I ain't talking shit, I just like to say the things I feel. I'm a problem kid, they ain't give me nothing. I've been working hard, that's right. Man, I'm onto something, you ain't on it all. Tell them. I just dropped a jig in my double cup. My homie told me make a flip and I could double up. Since the young and hitting licks to get my money up. She wanted me down, cause she heard a nigga coming up. Engine pedal revving, blowing Doja out the window. Mixing up my potion, got me fucking up my tempo. Heard I fought with East, now she won't take me out. The way I'm smoking, you can never reach my pinnacle. I only rock that Jesus peace when I feel spiritual. And yes, you gotta take a risk to double up in revenue. I seen a lot of niggas freeze through that ski mask. I seen a lot of dealers whipping in the G-class. I heard you smoking, nigga. Warum sind denn die immer noch weiß? Das macht doch gar keinen Sinn. They told me I won't be shit, but I'm here. They told me get a good job, I ain't listen. So what if I don't make it, fuck, I ain't scared. Cause if I do it, get me out of here.
mission. I was taught to give a fuck about a broad situations to get down with a smithing. That left the crib, now I'm lost in my ways. Pass it to mommy that it's just a phase. All of these feelings I bought them for reasons. I hit up the town with the wolves and we rage. I just hope my daughter don't get my karma. I already put a hit on my killer. It all happened in the spur of the moment. I'm just trying to make a million, my nigga. Keine Ahnung, woran es liegt. Na, wie auch immer. Yeah. OMG, I did it all again. Had to prove it to myself this time. Took a shot and got another win. Better than anyone else with mine. Now they all wanna do it like me. Ooh, this shit is lifey. We booming, yeah. Rumors are flying. Everyone assuming, yeah. It's all just a game of truth or dare. Luckily, I got it all covered. Ooh, boy, you should see the projections. I'm coming for all of it. Luckily, I don't need any more best friends. I'm back on my wave now. I used to wanna do the press. I don't got no shit to say now. Nah. They just wanna talk about some dumb shit. I don't play it down, no way. I don't play it down, no way. Phony ass will never get my respect. People say they killing shit, but they ain't did the D yet. Every shot I take is been going in. I need a E-check. I'm the one with the high hand. Going hella deep with it. Hot damn. Life turned into a movie. We had to shoot in my shooters and knock down. Hell no, I ain't about to leave yet. I ain't make it to the league yet. I'm the best kept secret. I need a E-check. Took a year to get the label up. Now we off and running. Every year has been a blessing, but 16 always been a number. Can't really tell me nothing. I see all these rappers buzzing. They don't get the money. I don't need the fame. I could put you on game. Boy, this back ain't bluffing. I run the operation. Finally seeing compensation for the work. I don't believe in no moderation. I believe in dream chasing even when it hurts. Hustle. It's a full-time job. Trying to keep snakes out the huddle. That's why we been on our own. I'd rather bring it home with my brothers. Bring it home with my brothers, yeah. I don't think it's even halftime for me. If I ever miss, last time was the last time for me. I don't even feel the effect. I need a heat check. I'm the one with the high hand. Going hella deep with it. Hot damn. Life turned into a movie. We had to shoot in my shooters and knock down. Hell no, I ain't about to leave yet. I ain't make it to the league yet. I'm the best kept secret. I need a heat check. Ready. Waited my whole life, boy, I'm woke, not half of these dudes claiming that they artists, but they garbage, can't fuck with respect, just some hometown kids living the dream and we heating up, aside the collective who beating us, I don't see no competition, the squad has been winning for quite a while, who compete with us? Nobody, I'll answer that question, fuck their opinions, I never address them, now they keep asking, hey, Joe, how'd you do it, wanna come around, act like they all my best friends, but fuck them, man, y'all are so bitch made, like my girl when I'm out and come in late, this at homemade, I ain't going wait to get my head to ground, but still get to home. Mann, warum bist du jetzt so nervig und machst das nicht einfach, was ich will. Joey, forget about us, man. Just promise you won't change. But I just hit the reset. I ain't even fucking close to my peak yet. Wenigstens die Textur hat er übernommen. I'm the one with the high hand. Going hella deep with it. Hot damn. Life turned into a movie. We had to shoot in my shooters and knock down. Hell no, I ain't about to leave yet. I ain't make it to the league yet. I'm the best kept secret. I need a heat check. Reicht auch wieder. Jetzt hat er alle gemacht, außer die. Ach, fick dich doch. Ich lasse das jetzt. So ein riesen Unterschied macht das nicht.
Alter, ist mein Hirn fast weggeflogen gerade. Dann wollen wir den Bums doch mal testen.
Wo ist das hier eigentlich? Dient. Ich bin halt immer noch in der Luft. Warum? Warum bin ich denn immer noch so krass in der Luft? Muss ich vielleicht noch... Die Kollisionen sind ein bisschen zu hoch, würde ich sagen, ne? Aber es funktioniert. Dann haben wir hier jetzt auch schon den Streifen der